The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle gut und sehen auch meinen Screen. Erstmal schön, dass Sie heute dabei sind. Unser Thema heute ist Microsoft Office 365 und wie ich meine O365-Umgebung absichern kann. Um in das Thema einzusteigen, habe ich meine Zahl mitgebracht. Genauer gesagt eine Prozentzahl, 94%. Und ich würde Sie bitten, mal unsere Fragefunktion zu nutzen, um einen Tipp abzugeben, wofür diese 94% stehen könnten. Ich gebe Ihnen noch einen Hinweis. Ohne Kontext ist das Ganze ein bisschen schwierig. Die könnten für alles stehen, die 94%. Aber es geht heute um Security Breaches. Und wenn wir uns die beiden Herren auf dem Bild hier anschauen und vor allem deren Laptops, was wir da sehen, das gibt auch noch mal einen kleinen Hinweis, wofür diese 94% stehen könnten. Wir haben eine Fragefunktion in unserer Webcast App und die würde ich Sie bitten zu nutzen, um mal einen Tipp abzugeben. Zum Schluss von unserem Webinar werde ich es natürlich auflösen und darauf eingehen, aber vielleicht haben Sie ja den richtigen Riecher und wissen schon. Einfach mal was posten, damit ich auch sehe, dass die Fragefunktion funktioniert. Dann gerade zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Linnig. Ich bin Sales Engineer bei der F-Secure und habe aber auch einen Background im Microsoft-Umfeld. Deswegen mache ich die heutige Präsentation und mache auch viel mit dem Cloud Protection for Office 365 Produkt von uns, weil ich da eben Erfahrung habe, weil ich da schon die ein oder andere Firma begleitet habe bei der Migration in die Cloud und kenne deswegen auch die Probleme und Themen, mit denen sich Firmen auseinandersetzen, wenn sie denn in die Cloud gehen, kenne ich ganz gut. Da Sie heute in dem Webinar sind, werden Sie wahrscheinlich schon 94%, Entschuldigung, ich habe gerade in den Fragen mitgelesen, da kam auch schon die erste Antwort rein, wenn Sie heute drin sind, werden Sie wahrscheinlich schon Office 365 nutzen und sich auch mit dem einen oder anderen Thema auseinandergesetzt haben. Ein Thema und ein wichtiges Thema ist die Shared Responsibility, die geteilte Verantwortung auf Deutsch. Dabei geht es erstmal darum, dass Cloud-Anbieter für die Sicherheit von der Cloud verantwortlich sind, also der Infrastruktur, und Kunden sind für die Sicherheit innerhalb der Cloud verantwortlich. Was bedeutet das konkret? Das heißt erstmal, dass der Anbieter für die physische Sicherheit von Rechenzentren verantwortlich ist, also dass da nicht jeder reinlaufen kann, dass es da eine Zugangskontrolle gibt und er muss mir die Werkzeuge in die Hand geben, also für die Authentifizierung und Identifikation sowie die Steuerung von User- und Administratorkonten. Wie diese Tools, diese Werkzeuge verwendet werden, dafür ist er natürlich nicht verantwortlich, dafür sind wir als Kunde verantwortlich, als Cloud-Nutzer verantwortlich. Das heißt, alles auf Datenebene und dabei sind auch schädliche Inhalte und gezielte Angriffe gemeint, ist Verantwortung von dem Kunden. Das heißt, wenn ich jetzt dort angegriffen werde, meine Firma angegriffen wird, mir Anhänge geschickt werden oder ich in meiner, die ich bei Microsoft nutze, Cloud, einen schädlichen Inhalt habe, dann ist das meine Verantwortung. Ich muss mich auch um interne Datensicherheitsrisiken kümmern, muss meine Mitarbeiter schulen, dass sie Täuschung und Social Engineering, dass sie dagegen gefeit sind und allgemein halt das Sicherheitsverhalten meiner Mitarbeiter muss ich sensibilisieren. Also nach GDPR ist der Anbieter, der Datenverarbeiter, der kümmert sich nur um die Verarbeitung, ist für die Infrastruktur und das Service Level zuständig und der Kunde ist der Datenbesitzer, also für alles auf der Datenebene verantwortlich. Jetzt hat konkret bei Microsoft Office 365, gehen wir mal wirklich auf das Produkt ein, warum Office 365? Ja, Microsoft ist erstmal der größte Anbieter für Unternehmen. Die haben mittlerweile über 200 Millionen Unternehmensmailboxen und sind damit der größte Cloud-Anbieter im Enterprise-Umfeld. Wenn ich der größte Anbieter bin, habe ich leider auch die größte Zielscheibe auf der Brust. Das bedeutet, für einen Angreifer ist natürlich ein Microsoft Office 365 lukrativer als jetzt ein Lotus Notes oder ähnliches. Deswegen tun Angreifer auch explizit gegen Microsoft entwickeln. Das heißt, wenn ich Angreifer bin und ein Unternehmen angreifen möchte, dann versuche ich erstmal an den wenigsten Standard Malware Protections von Microsoft vorbeizukommen. Das ist für mich der Goldstandard. Wenn ich da nicht vorbeikomme, dann kann ich es eigentlich gleich sein lassen. Was wir auch sehen, sind leider ja ungewöhnlich viele, auch noch ungewöhnlich überzeugende Phishing-Kampagnen gegen Office 365. Sie nutzen es ja wahrscheinlich. Das heißt, Sie kennen diese E-Mails, die man täglich bekommt. Sie sind jetzt halt Mitglied von einer neuen Teams-Gruppe. Sie haben jetzt halt eine Excel-Tabelle über OneDrive freigegeben bekommen
oder sie sollen mal wieder ihr Passwort ändern. Die sehen immer gleich aus, die haben den gleichen Font, die gleiche Farbe. Wir sind schon konditioniert auf diese E-Mails. Also wenn ich mal wieder eine Freigabe von einem Kollegen bekomme, eine Excel-Tabelle, dann ist die Freigabe von OneDrive ist dieses helle Blau, Excel ist wieder grün, ich klicke automatisch drauf, weil ich schon so konditioniert bin und bin vielleicht reingefallen, weil es eine Phishing-Mail von einem Angreifer ist. Dahinter ist da nicht der Original-Link von Microsoft, sondern die haben sich die zur Originalvorlage, die Original-E-Mail von Microsoft genommen, aber den Link geändert. Und der zeigt halt dann so eine Phishing-Seite, die vielleicht eine Lücke in einem Webbrowser ausnutzt, um Skript auszuführen, was runterzuladen, was der User überhaupt nicht mitbekommt. Deswegen haben wir uns gedacht, wie können wir unsere Kunden davor schützen, wie können wir unseren Kunden helfen und haben ein neues Produkt in unserer Cloud Protection Sparte eingeführt, und zwar die Cloud Protection für Microsoft Office 365, und um die soll es heute gehen. Das ist im Bereich Verhindern, also abblocken, bevor es überhaupt ausgeführt wird auf dem Rechner, und Sie wissen ja alle, umso früher man was verhindert, umso besser, in dem Fall noch bevor es überhaupt der User ausführen kann, das heißt relativ früh in der Killchain, bevor es der User überhaupt erst anklicken kann, wenn ich es irgendwie technisch schaffen kann, das zu verhindern, dass der User überhaupt reinfallen kann, wenn ich ihn davor schützen kann, dann ist es natürlich besser. Um das Ganze ein bisschen abzugrenzen, Microsoft hat jetzt selbst schon die ein oder anderen Security-Features. Wir siedeln uns im Endeffekt vom Feature-Set zwischen einer E3 und einer E5 an, also einem 365 Enterprise 3 Plan oder einem 365 Enterprise 5 Plan an, wobei wir auch ein paar Features haben, die über einen E5 Plan hinausgehen. Preislich sind wir da auch gut unterwegs und auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, den Preisunterschied zwischen der E3 und der 5, den müssen wir uns gar nicht anschauen, der ist exorbitant. Aber es gibt ja auch die Advanced Threat Protection von Microsoft, die ich mir zukaufen kann. Aber selbst da stehen wir, glaube ich, sehr gut da im Vergleich. Was die Features angeht, wir haben natürlich erstmal die standardmäßige Anti-Malware Protection. Haben wir auch eine auf jeden Fall bessere Detection Rate als Microsoft. Wie gesagt, die sind halt, dadurch, dass sie so groß sind, auch das Ziel, und daran, dagegen wird entwickelt. Aber wir haben auch zusätzliche Schutzmaßnahmen, also einen erweiterten Schutz, eine Advanced Threat Protection. Das bedeutet, wenn wir jetzt etwas nicht sofort kennen, wenn wir den Hashwert noch nicht kennen oder auch anhand von anderen Metadaten, das Subjekt, die Datei, den Anhang, die Malware, die da drinnen ist, wenn wir die nicht sofort erkennen, laden wir sie in eine Sandbox hoch, in eine virtuelle Umgebung und lassen sie da detonieren, sodass wir sehen, was passiert während der Laufzeit. Und Thema Phishing habe ich ja angesprochen, URLs scannen wir natürlich auch, und da scannen wir in allen Outlook-Objekten, also nicht nur in E-Mails, wie das Microsoft macht, sondern wir scannen auch in Kalenderobjekten, also Terminen, Kontakten, Aufgaben, Notizen, eigentlich alles, was man so aus dem Outlook kennt, überprüfen wir und haben auch dynamische Listen dahinter, die man nicht so leicht austricksen kann, und scannen alle Outlook-Objekte. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Moment, ein Punkt noch vorweg. Was uns ganz wichtig ist bei unseren Cloud-Diensten, die sollen einfach zu nutzen sein. Das heißt, erstmal eine reine Cloud-to-Cloud-Architektur bedeutet, wir brauchen keine Middleware, keine Server, keine lokale Netzwerkkonfiguration, die Sie als Kunde umsetzen müssen, sondern es wird einfach der eine Cloud-Service an den anderen angeflanscht. Also wird eingerichtet, die Verknüpfung zwischen den beiden, und man braucht keine lokale Infrastruktur oder Einrichtung mehr. Werde ich auch gleich in einer kurzen Live-Demo zeigen. Und das Ganze soll sehr schnell gehen. Also unser Ziel ist, das Ganze in 3 Minuten auszurollen. Das bedeutet, so ähnlich wie wenn ich eine Handy-App installiere, sehr einfach vom Doing her. Zeige ich auch gleich, das kriegt jeder hin. Genau, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn ich mir die ursprüngliche Infrastruktur anschaue, so sah es früher aus. Ich habe von draußen eine Mail bekommen, habe vielleicht eine Firewall oder ein Mail-Gateway dazwischen gehabt, was das Ganze für mich vorgefiltert hat. Und dann ist es auf meinem Mail-Server gelandet, wo ich dann hoffentlich nochmal irgendeine Form von E-Mail-Protection drum laufen habe. Bei uns wäre das On-Premise die E-Mail-Server-Security, die eben nochmal nach Spam und Malware filtert und dann hoffentlich nichts mehr bei unserem User, auch in dem User-Postfach ankommt. Wenn ich jetzt den Weg in die Cloud gehe, dann fällt normalerweise schon mal das Gateway weg. Ich habe einen Cloud-Dienst, den ich nutze, mit einer sehr hohen Ausfallsicherheit. Das bedeutet, ich will mir eigentlich keine lokale Infrastruktur mehr ins Bein hängen, die ausfallen kann. Also ich will meinen MX-Record eigentlich direkt auf Office 365, auf die Exchange Online-Server zeigen lassen, sodass ich halt die hohe Ausfallsicherheit auch ausnutze. Was wir jetzt machen, wir haben kein Cloud-to-Cloud-Gateway oder ähnliches, was sich dazwischen schaltet, wo ich wieder einen Ausfallfaktor habe, sondern wir nutzen die API von Microsoft. Das ist, kann man sich vorstellen, wie bei einer Endpoint Protection der Echtzeitscan. Sobald sich irgendwas ändert in der Mailbox, bekommen wir das mit und überprüfen das. Das ist in 2 Sekunden oder weniger ist es geschehen.
Das bedeutet, wenn eine E-Mail reinkommt, ich eine E-Mail erstelle, eine E-Mail verschiebe, in irgendeiner Form Zugriff auf eine E-Mail erfolgt, überprüfen wir die E-Mail und wenn wir was finden, dann quarantänisieren wir es. Und zwar innerhalb von der User-Mailbox. Das bedeutet, es wird ein Unterordner erstellt, der ist unsichtbar für den User und er hat auch keine Berechtigung darauf. Und da wird die E-Mail rein verschoben. Die Verwaltung macht der Administrator über das Managementportal, also über unser Portal von der Cloud Protection, um es wieder freizugeben. Und das Schöne daran ist, das Ganze bleibt innerhalb von der Office 365-Umgebung. Das heißt, es bleibt in der Exchange Online-Organisation, verlässt diese nicht, das Objekt wird es nicht bei uns oder sonst irgendwo in der Weltgeschichte, in der Cloud abgelegt, sondern es bleibt in dem Office 365-Postfach von dem User. So viel zur Theorie. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal im Live-Betrieb an. Dafür switche ich mal eben auf unser Portal rüber. So schaut das Ganze aus Admin-Sicht. Das heißt, wenn er sich hier einloggt in der Früh oder wenn er eine Notification bekommt, dann sieht er erstmal das Dashboard, eine allgemeine Übersicht über die Sicherheitswarnungen, ist was gewesen. Postfachstatus, allgemein, wie geht es meinem Unternehmen? Habe ich stark betroffene Postfächer, die ich mir vielleicht anschauen sollte? Und ja, Schutzstatus insgesamt nach Elementtypen, habe auch einen kleinen Verlauf, also einen Schutztrend über die letzten Monate, kann man das natürlich auch je nachdem für einen gewissen Zeitraum anzeigen lassen. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, war die Einrichtung und die machen wir hier unter den Cloud Services. Wenn ich jetzt hier einen neuen Cloud Service hinzufüge, dann kann ich hier den Tenant, so nennt sich das, also Office 365 Mandant auf Deutsch, ich nutze immer gerne den englischen Begriff von dem Office 365 Tenant. Wenn ich einen Tenant schützen möchte, dann gebe ich dem Ganzen erstmal einen Namen, falls ich mehrere Tenants verwalte und muss dann den Tenant-Namen angeben. Also ich habe zwei Möglichkeiten, das Ganze zuzuordnen. Einmal anhand von der O365 Tenant-ID, das ist so eine lange Hexzahl, die habe ich normalerweise nicht im Kopf, aber diesen On-Microsoft-Namen, den kennt eigentlich jeder Administrator aus dem FF. Das ist meistens der Unternehmensnamen.onmicrosoft.com. In manchen Fällen, wenn er nicht mehr frei war, kann er aber auch ein bisschen abgewandelt sein. Aber wie gesagt, der O365 oder Azure Admin, der kennt den. Der Abo-Schlüssel, den kann ich auswählen, falls ich mehrere habe. Und der Punkt hier unten ist vielleicht noch interessant. Also wenn Sie das Ganze nicht selbst verwalten wollen, wenn Sie sagen, ich habe jetzt kein Know-how im IT-Security-Bereich, habe kein eigenes SOC, das macht mein Partner, mein System aus in der Regel für mich. Aber mein Office 365, das verwalte ich selbst. Da will ich auch keinen Administrator-Account vielleicht an das System aus dem Partner rausgeben. Dann können Sie hier sagen, oder das System aus sagt dann, die das Ganze für Sie einrichtet, generiere hier einen teilbaren Autorisierungslink. Also Szenario ist, dieses Portal soll der Partner für mich verwalten. Ich als Kunde habe das Know-how nicht, will mich nicht darum kümmern. Das heißt, der Partner richtet hier ihren Tenant ein, aber er hat keinen Administrator-Account für Office 365. Dann klickt er einfach hier drauf, macht diesen Prozess zum Ende. Am Ende fällt ein Link raus, den kann er Ihnen per E-Mail schicken und Sie vergeben dann einmal die Berechtigungen, die er braucht im Office 365. Genau, und braucht dafür nicht selbst einen Account. Ich nehme den jetzt da raus, aber im Endeffekt, Sie sehen dann am Schluss, was passiert. Es wird einmal nochmal abgeglichen, die Zusammenfassung, und dann wird eben die Berechtigungsseite aufgerufen. Den Kontext hier, den Webkontext kennen Sie vielleicht. Das ist der normale Microsoft Online-Login. Da kann ich mein Administratorkonto angeben. Ich habe jetzt diesen Account hier, diesen Tenant hier habe ich verwendet. Deswegen klicke ich den an. In der Session bin ich schon angemeldet mit dem User. Deswegen fragt er kein Passwort mehr, aber er fragt halt die Berechtigung ab, die er braucht. Das würde jetzt auch passieren, falls Sie diesen Autorisierungslink geschickt bekommen haben. Dieses Kontextmenü würde aufgerufen werden. Da sehen wir erstmal, was alles für Berechtigungen gebraucht werden. Das ist natürlich das Lesen und Schreiben in den User-Postfächern. Bedeutet, da müssen wir natürlich auch reinschreiben, damit wir was quarantänisieren können. Und in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt Organisation allgemein, nur lesen, damit wir wissen, welche Postfächer sind überhaupt existent. Dann akzeptiere ich das, vergebe die Berechtigungen für unsere Enterprise Application, die wir benötigen. Die wird jetzt bei Azure registriert und eingerichtet. Und es dauert so, ja, ich sag mal 2-3 Minuten. Dann ist das Ganze hier von ausstehend auf geschützt gesprungen und dann ist eigentlich alles schon abgeschlossen, ist der Tenant eingerichtet. Das Einzige, was Sie dann noch machen können, ist entsprechend die Policy anpassen. Also die einzelnen Häkchen setzen und ändern, was ich denn, ja, wie, was für ein Vorgehen ich von unserer Applikation hier haben möchte, wie sie damit umgehen soll, wenn was gefunden wird. Ich habe jetzt gerade eine Policy aufgerufen, das kann ich entweder direkt über den Link hier machen, das wurde ja eine automatisch zugeordnet, oder auch hier links über die Richtlinien, da habe ich verschiedene. Das ist meine Demo-Policy, die ich jetzt halt hier automatisch zuordnen habe lassen. Und die steht ja erstmal so aus, dass ich
für alles einen Master-Switch habe. Da kann ich den Echtzeitscan an- oder ausmachen und dann hier unten jeweils die einzelnen Einstellungen definieren. Ich habe hier zum Beispiel mal vertrauenswürdige Absender definiert. Es kann ja immer mal sein, dass mir ein Partner eine Mail schickt. Der Partner ist blöderweise auf einer Blacklist gelandet, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin aber darauf angewiesen, dass ich davon von diesem Partner eben Mails bekomme. Kann ich hier vertrauenswürdige E-Mail-Absender definieren oder auch komplette Absender-Domänen definieren, wenn es nicht nur ein Kollege ist oder ein Partner ist, der mir eine E-Mail schickt, sondern mehrere von diesen Partnern, mehrere Personen. Was ich aber in dem Fall immer empfehle, ist diesen Haken hier zu setzen, scannen und Alarm auslösen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier einen vertrauenswürdigen Absender, da kommt die Mail immer durch, aber falls der mir dann doch mal was Bösartiges schickt, will ich das ja irgendwie nachvollziehen. Das heißt, ich logge es mit, es wird weiterhin ein Alarm ausgelöst, hat aber einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, ich bekomme jetzt halt keine E-Mail, Alarm, Alarm, da war was Böses, aber ich kann es immer noch nachvollziehen im Nachgang, wenn ich denn eine Infektion hatte und wissen will, okay, kam er vielleicht aus dieser Ecke, dann habe ich es immer noch in meinen Sicherheitswarnungen mit aufgeführt. Kann ich definieren, wie lang quarantinisiert wird, zwischen einem Monat und einem Jahr und welche Mailboxen hier gescannt werden, ob alle Mailboxen gescannt werden oder eben nur ausgewählte. Hier sehen wir auch an der UI, wie gesagt, es wird nicht nur Exchange Online, sondern es wird in Zukunft auch andere Produkte von Microsoft werden mit überprüft werden. Da kommt jetzt zuerst OneDrive und SharePoint und im Verlauf vom nächsten Jahr wird dann auch Teams mit dazukommen, dass wir da das ganze Paket mit überprüfen können und abdecken können. Unterteilen tun wir in Malware-Scan und URL-Scan, weil wir da natürlich auch verschiedene Funktionen haben zur Auswahl. Erstmal bei beiden gleich. Ich kann einmal einen ausschalten. Ich kann sagen, grundsätzlich will ich nach Malware, nach Attachment scannen und will ich nach URL scannen. Ich kann sagen, bei dem Malware-Scan, welche Attachments dann überprüft werden. Da ist mal eine vorgefertigte Liste von uns dabei, die auch Malware enthalten können. Die reicht in der Regel. Ich kann aber auch jederzeit sagen, überprüfe mir einfach alles, was ich habe. Und will ich auch in Archive scannen, also will ich auch in ZIP oder RAR-Archive scannen. Falls da was Bösartiges ist, können wir da auch reinschauen. Und wenn wir es denn nicht kennen, soll es in der Sandbox ausgelöst werden. Also die Sandbox funktioniert so, es wird sich angeschaut, was passiert während der Laufzeit. Und wenn tatsächlich was erkannt wird, dann ist das natürlich eine sehr wertvolle Information und die merken wir uns. Das heißt, dieser Hash und die Metadaten dazu, die merkt sich unsere Security Cloud. Und wenn das gleiche Objekt wiederkommt, dann wird es entsprechend sofort geblockt. Aber ich kann auch sagen, ich möchte nicht, dass es in der Sandbox ausgelöst wird. Und natürlich dann unten die Aktion. Also was mache ich denn überhaupt, wenn wir was finden? Tue ich nur den Anhang entfernen oder will ich vielleicht sogar das ganze Objekt entfernen oder unter Quarantäne setzen? Je nachdem, ich kann sagen, nur quarantinisieren oder gleich komplett löschen. Ist auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Viele sagen, okay, wenn eine Malware im Anhang ist, dann kann in der Mail auch nichts Gescheites stehen. Dann bitte gleich das ganze Objekt quarantinisieren. Ich habe es jetzt für Demo-Zwecke, habe ich nur den Anhang unter Quarantäne gestellt. Und natürlich darunter dann, wer wird benachrichtigt? Also möchte ich den Benutzer benachrichtigen und den Administrator. Wenn ich den Anhang unter Quarantäne stelle, dann soll ich natürlich auch den Benutzer benachrichtigen, damit er weiß, okay, da hätte was dranhängen sollen an der E-Mail. URL-Scan unterscheidet sich in zwei, drei Punkten. Unter anderem, hier wird eine Unterscheidung getroffen zwischen tatsächlich schädlichen URLs und nur verdächtigen. Um es zu zeigen, habe ich das jetzt hier mal so gemacht, dass bei Verdächtigen nur der Betreff geändert wird und nicht gleich das ganze Objekt unter Quarantäne gestellt wird. Hierbei ist zu beachten, in der Live-Umgebung würde ich immer gleich das komplette Objekt unter Quarantäne stellen. Aber die Möglichkeit habe ich eben bei Verdächtigen, zu sagen, bitte tu mir nur die Betreffzeile ändern und der Link ist dann noch vorhanden in der E-Mail oder in dem Objekt. Und was wir natürlich auch brauchen, sind die vertrauenswürdigen und die gesperrten Seiten. Das heißt, zu den Einstellungen, die ich hier oben setzen kann, kann ich Ausnahmen definieren. Diese sind immer vertrauenswürdig. Oder ich möchte zum Beispiel nicht, dass gewisse Seiten, gewisse Links sich geschickt werden im Unternehmen. Die sind immer gesperrt. Was recht neu dazu gekommen ist und ich glaube, wir haben es seit 2, 3 Wochen, lustigerweise hat Anfang dieser Woche das FBI eine Empfehlung rausgegeben, dass man auf Forwarding Rules achten sollte. Forwarding Rules, Weiterleitungsregeln im Posteingang, ist ein beliebtes Mittel von Angreifern, wenn die sich das erste Mal Zugang verschafft haben zu einem Postfach, ob das jetzt ein User-Postfach oder auch ein Info, eine Shared-Mailbox ist. Was sie als allererstes machen, ist eine Weiterleitungsregel einrichten. Das heißt, sie schicken die Mails automatisiert weiter an ein
externes Postfach, ein von Ihnen verwaltetes Postfach, falls Sie den Zugriff wieder verlieren. Also falls das Passwort geändert wird von dem User-Postfach zum Beispiel, kriegt der Angreifer immer noch die E-Mails, weil diese Weiterleitungsregel hat. Nach solchen Regeln scannen wir. Wenn wir eine verdächtige Regel sehen, gibt es eine Benachrichtigung an den Administrator. Also die werden nicht automatisch geblockt, sondern es gibt nur eine Info. Und hier würde ich auch empfehlen, immer nur den Administrator zu benachrichtigen, da ja der Angreifer im Zweifel eben mitliest und diese Benachrichtigung am besten nicht bekommen sollte, sonst weiß er, dass er entdeckt wurde. Dann haben wir Datenschutzeinstellungen. Also ich kann definieren, was für Daten übermittelt werden, zum Beispiel nur personenbezogene Metadaten oder auch ausführbare, nicht ausführbare Dateien. Und ich kann die Benachrichtigung, die Notifications anpassen. Also ich kann sagen, wie sieht eine Benachrichtigung bei einer Malware aus, bei einem Attachment aus und wie sieht es aus bei einer URL. Und kann hier auch mit Variablen arbeiten. Also beispielsweise die klassische User-Benachrichtigung ist ein bisschen knapper mit den wichtigsten Informationen, weil ja mit diesen Detailinformationen können die meistens nichts anfangen. Deswegen sieht die Admin-Benachrichtigung entsprechend auch ein bisschen detaillierter aus. Kann damit aber wild spielen, also kann diese Variablen auch hier oben benutzen, wenn ich den möchte. Genau, jetzt haben wir uns die ganze Policy angeschaut. In der Zwischenzeit sollte der schon eingerichtet sein. Jetzt sehen wir, der ist mittlerweile auf Status geschützt gesprungen. Das heißt, der Demo-Tenant ist jetzt auch durch unsere Cloud Protection geschützt. Und deswegen würde ich auch mal rüberspringen in die User-Demo. Ich habe hier zwei Postfächer. Die sind beide in einem Office 365-Tenant. Das heißt, sie sind beide in einer Exchange Online-Organisation. Und zwar CP-Linux Test in dem Fall. Ist jetzt also ein interner Mailversand. Der verlässt nicht den Exchange. Der würde auch nicht über ein externes Gateway oder ähnliches gehen, sondern ist einfach nur von einem Mitarbeiter zum anderen Mitarbeiter. Und ich mache am liebsten immer erstmal die Standard-Mail mit einem Attachment. Dafür schreibe ich jetzt von der linken Seite. Auf der linken Seite ist die Maria an den Max. Das ist der auf der rechten Seite. Und mache jetzt einen Anhang-Test. Dafür hängen wir natürlich erstmal was an. Ich habe jetzt hier einen Demo-File vorbereitet. Und lade es hoch. So, und schreibe, hallo Max. Jetzt haben wir links schon was gesehen. An bei die neuen Zahlen zum Beispiel. Ich schicke die Mail jetzt trotzdem noch raus, auch wenn es hier links schon hochgepoppt ist. Also was passiert? Wir machen eine neue E-Mail auf. Dabei wird ein Entwurf angelegt, also ein Draft angelegt. Wenn ich jetzt halt bei dieser E-Mail einen Anhang hochlade, dann dauert es einen Moment, bis der Anhang hochgeladen ist. Sobald der hochgeladen ist, kriegt es unsere Cloud Protection mit. Wie gesagt, Echtzeitscan. Und in der Sekunde, wo das gesehen hat und überprüft hat, wird es auch schon weggenommen und unter Quarantäne gestellt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, ich habe den Anhang hochgeladen, habe angefangen zu schreiben und in der Sekunde hat unsere Cloud Protection mir schon eine Benachrichtigung geschickt, dass in dem Folder Drafts, also in dem Folder Entwürfe, was Bösartiges gefunden wurde und entsprechend eine Action ausgeführt wurde, in dem Fall Quarantänisieren von den Objekten. Die Einstellung haben wir ja vorhin gesehen und nach der Einstellung hat er auch gehandelt. Ich nehme die mal raus, um die aufzuräumen, das Postfach. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt halt bei dem Max, okay, er hat eine E-Mail von der Maria bekommen, nur eben ohne Anhang. Der wurde vorher schon weggeschnappt, weil wir da was Bösartiges gefunden haben. Das war jetzt halt der übliche Anhang. Wir tun auch nach URL scannen und nach URLs eben nicht nur in E-Mail scannen, sondern in allen Outlook-Objekten, die wir so haben, unter anderem in Notes. Ich habe ja gesagt, ich habe in der Vergangenheit auch in dem Umfeld gearbeitet, habe die ein oder andere Migration gemacht. Und was ich da oft gesehen habe, gerade bei so Shared-Mailboxen, bei Orders-Mailboxen, bei Bestellungs-Mailboxen, Info-Mailboxen, wo 5 Leute, 10 Leute vielleicht dran arbeiten, die nutzen die Notizen manchmal oder missbrauchen die Notizen, um ja Informationen auszutauschen. Zum Beispiel zu Distributor-Logins. Ich habe das oft so gesehen, dass sie dann hier zum Beispiel, wenn ich noch schauen, ob ich das richtig schreibe, genau, einen Link drin haben zu einer Distributor-Seite mit einem User-Login. Jetzt bin ich soweit gar nicht mehr gekommen. Also, dass sie ein User-Login haben, Username, Passwort und sich dann auf diese Distributor-Seite einloggen, um eben eine Bestellung zum Beispiel auszuführen. Diese Objekte wie Notizen überprüfen wir auch. Jetzt haben wir hier wieder gesehen, als ich das Objekt erstellt habe und die Adresse fertig geschrieben hat, hat unsere Cloud Protection angeschlagen, in dem Fall im Folder Notes was gefunden und das Ganze auch wieder unter Quarantäne gestellt, weil ich hier gesagt habe, so bösartige Adressen oder sagen wir mal nicht nur verdächtige, sondern wirklich bösartige direkt unter Quarantäne stellen das ganze Objekt. Das funktioniert
In Notes habe ich angesprochen, in Kontakten, in Verteilergruppen, auch in Aufgaben, in Tasks wird ja auch manchmal genutzt für in Shared Mailboxen, in den ganzen Bereichen. Aber mein Lieblingsbeispiel würde ich gerne noch zeigen und das ist der Teams-Termin. Ich habe jetzt hier Teams schon mal offen bei der Maria. Das ist jetzt die Web-Applikation und erstelle einfach mal einen Termin. Ich mache wieder Sales Meeting und lade den Max dazu ein. Location machen wir einfach mal remote und schickt das jetzt kommentarlos rüber, damit wir sehen, wie das aussieht. Sie kennen es ja wahrscheinlich, der Max kriegt jetzt einfach eine Einladung zu dem Termin, kann das Ganze bestätigen und was dann passiert ist, dass diese Einladung oder dieser Teams-Termin eben auf seinem Kalender landet, nochmal eben seinen Kalender auf und dann hat er um eins ein Meeting zusammen mit der Maria. Wenn wir da mal reinschauen, das ist das, worum es uns geht. Dieser Link zum Öffnen von dem Termin. Die schauen immer gleich aus, das ist so ein ewig langer Link mit einer Meeting-ID dahinter. Und ich habe ja gesagt, die sehen ganz die Mails, diese Einladungsmails, ob das jetzt so Teams, OneDrive oder was auch immer ist, immer der gleiche Font, dieses typische Lila von Teams sehen wir hier. Ich bin einfach konditioniert drauf, ich weiß, wie die aussehen, klick drauf, ohne viel nachzudenken. Was jetzt ein Angreifer macht, dieses Wissen, dass man eben darauf konditioniert ist, dass man es kennt, nutzt er aus, um einen Link einzuschleusen. In dem Fall ist es sogar noch perfider, weil das ein interner Angriff ist. Das heißt, es schickt nicht jemand von außen zu mir, wo ich mir vielleicht mal den Link dahinter anschaue, sondern das ist ein Kollege. Und den Termin, den habe ich jetzt sogar schon bestätigt. Also das ist jetzt kein Termin, den ich gerade bekommen habe, sondern der ist schon bestätigt. Das heißt, der ist schon in meinem Kalender und die Einladung ist schon in meinen gelöschten Objekten. Und wenn ich jetzt im Nachgang hergehe als Maria und diesen Link anpasse, das heißt, ich ändere jetzt mal alles da hinten, diese ewig langen Meetinger, die nehmen wir weg und schreiben wieder unsere FS. Muss man richtig schreiben. Unsere FS-Test-Domain rein. Passen noch den Text hier an, damit der auch original ausschaut und schicken das Update raus. Also wie gesagt, ist ein interner Mailversand. Der Angegriffene kriegt es überhaupt nicht mit, dass sich da was geändert hat, weil es automatisch aktualisiert wird. Und wir haben es gerade auf der rechten Seite gesehen. Der Outlook-Kalender hat eine relativ schnelle Refresh-Rate. Der hat sich jetzt automatisch hier verabschiedet. Unsere Cloud Protection hat wieder mitbekommen, auch wenn er jetzt versteckt und nicht sofort sichtbar war. Das ist ein bösartiger Link gewesen und hat das Objekt quarantinisiert. Hier auf der linken Seite muss ich immer einen manuellen Refresh machen, weil sich das nicht so oft aktualisiert hier im Teams-Kalender. Aber das haben wir gesehen, der ist hier auch weg. Jetzt springe ich mal zurück in die Mailbox, um zu sehen, okay, was sind für Notifications gekommen, was ist passiert. Unsere Cloud Protection hat zwei Sachen gefunden. Das ist einmal im Kalender, also im Ordner Kalender, was jetzt keine E-Mail mehr ist, sondern ein tatsächliches Kalenderobjekt, dass da ein bösartiger Link drinnen ist und zusätzlich unter meinen gelöschten Objekten, weil ich so eine Einladung, die ich bestätigt habe, automatisch in meinem gelöschten Objekten habe, dass da auch nachträglich was geändert wurde. Und die beiden Objekte haben wir natürlich gefunden, weil wir in allen scannen und entsprechend quarantinisiert. Auf der Seite von der Maria ist noch eine Mail mehr und zwar haben wir hier die Bestätigung von Max, dass er den Termin akzeptiert hat. Dann haben wir Send Items, weil sie ja ein Update rausgeschickt hat und auch bei ihr das Kalenderobjekt, was entsprechend unter Quarantäne gestellt wurde. Genau, so ist die User Experience, so sieht es für den Mitarbeiter aus. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen auf unser Portal, kann ja sein, dass der Max sagt, ich will aber unbedingt die Einladung von der Maria haben. Gib mir das doch bitte frei. Hol es doch aus der Quarantäne raus. Als Administrator würde ich mich jetzt hier im Portal einloggen, sehe die betroffenen Mailboxen. Wenn ich denn nicht direkt in die Sicherheitswarnungen reingehe, kann ich mir auch mal hier im Dashboard die am stärksten betroffenen Mailboxen aussehen, eine auswählen. Wir haben gesagt, bei Max schauen wir mal rein. Wenn ich das so mache, dann nimmt er mir ein Drittel von der Arbeit ab. Er füllt schon mal den Filter für mich aus. Wir sehen, okay, Postfach ist von Max und der Zeitpunkt, den ich dann vorhin auch ausgewählt hatte, da zeigt er mir eben an, okay, was ist hochgekommen, was ist aufgekommen und da sehen wir die ganzen Detections. Jetzt habe ich in dem Fall Max ausgewählt, da ging das eine Attachment ja gar nicht durch, also hier drüben sehe ich immer an dem Symbol, was ist es, in dem Fall ist es ein Link. Attachment wäre diese typische Klammer, die kennen wir auch alle, wenn ein Anhang mit dran ist. Ich mache jetzt einfach mal eine auf, Sales Meeting haben wir ja gesagt, hat man gerade geschickt. Und dann sehen wir, wie das aussieht. Wenn es jetzt tatsächlich ein Attachment wäre, hätte ich ein paar mehr Informationen, ein Header und auch ein Hashwert zum Beispiel von dem Attachment, was dran ist. Auch ob es in einer Sandbox zum Beispiel ausgelöst würde, solche Informationen, die ich eben nur bei einem Attachment habe, bei einer Datei habe.
Und hier sehe ich, okay, um was ging es? Wer ist der Empfänger, wer ist der Absender? Und auch hier unten, welche URLs waren denn drin in der Mail? Da waren ein paar von Teams selber drinnen, die sind natürlich in Ordnung. Und unsere malicious Test Domain in dem Fall. Und das Schöne hierbei ist mittlerweile, ich kann es auch gleich aus dem Portal als false positive melden. Also falls ich jetzt tatsächlich mal den Fall habe, ist von einem Partner, ist in Ordnung, kann ich hier sagen, als Fehlalarm melden, macht zwei Sachen. Erstmal macht es ein Whitelist für diesen Vorgang. Das heißt, wenn jetzt Maria an den Max nochmal diese URL schickt, geht es durch. Und gleichzeitig gibt es ein Feedback an unser Lab, dass sie sich das mal anschauen. Hey, das könnte ein False Positive sein. Nehmt es doch bitte von der Liste runter. Nachdem das verifiziert ist, machen wir das dann entsprechend auch. Und was ich dann als Administrator machen würde, ist hier auf die Quarantäne-ID gehen, nachdem ich das verifiziert habe, dass es in Ordnung ist und natürlich freigeben, dass der Link dann auch wieder vorhanden ist. Jetzt sind wir schon knapp mit der Zeit. Deswegen springe ich mal wieder rüber auf unsere Präsentation. Ich habe Ihnen ja eine Zahl am Anfang mitgegeben. Ich habe auch gesehen, dass hier fleißig schon geantwortet wurde und mitgeschrieben wurde. Ich schaue mal kurz rein, ob jemand dabei war. 94% aller E-Mails sind unsicher. Ja, ist nah dran. Ist es aber nicht. Ein Kollege von mir hat mal geschrieben, 94% meiner E-Mails sind Spam. Fand ich gut und traurig gleichzeitig. Der arme Kerl. Okay, hier haben wir, glaube ich, einen Gewinner. 94% der erfolgreichen Angriffe starten mit einer E-Mail. Entweder war der Herr letztens schon mit dabei am Dienstag und hat gut aufgepasst oder hat einfach einen guten Riecher. Es ist tatsächlich so, jedenfalls was die Verizon und deren Data Breach Report sagt, dass 94% ursprünglich über E-Mails und Unternehmen kommen. Die Verizon, das ist ein großer Provider in Amerika, ähnlich wie bei uns die Deutsche Telekom. Die machen neben dem Anbieten von der Telekommunikation auch IT-Betreuung von vielen großen Kunden und die tun jährlich einen Data Breach Report rausbringen, wo sie eben schauen bei ihren und auch anderen Kunden, wie sind Angreifer in das Unternehmen gekommen, was gibt es für Angriffsvektoren und wie die rechnen ist, was ist die allererste ursprüngliche Übermittlungsmethode. Wenn wir uns hier oben rechts die Grafik anschauen und da haben sie 94% per E-Mail drinnen, 23% per Web, jetzt fragt man sich, okay, das ist doch zusammen über 100%, wie geht denn das? Ja, ganz einfach, diese ganzen Weblinks, alles was über Web reinkommt oder das meiste davon, kommt ursprünglich über E-Mail rein. Also eine erschreckend hohe Zahl und es macht mir einmal wieder mehr klar, dass es eben tatsächlich sehr wichtig ist, dass ich schaue, was kriege ich per E-Mails, wie kann ich mich davor schützen. Und da würde ich Ihnen auch gerne noch was mitgeben, und zwar unser White Paper, Your Complete Guide to E-Mail Security. Da geht es jetzt nicht um unser Produkt, sondern da geht es um E-Mails allgemein. Was gibt es für Gefahren bei E-Mails? Wie kann ich mich davor schützen? Auch was Cloud-Services angeht, ist ein sehr gutes White Paper und auf unserer Homepage verfügbar. Und unsere F-Secure YouTube-Homepage würde ich Ihnen auch gerne mitgeben. Da ist ähnliche Präsentationen wie heute über unsere Cloud Protection für Office 365 und natürlich auch über unsere anderen Produkte sind da hinterlegt, auch mit Tipps und Tricks und Einrichtungsvideos. Und jetzt noch ein Goodie. 60 Tage Trial haben wir gesagt. Normalerweise haben wir 30 Tage Eval-Lizenzen für alle unsere Produkte, aber weil wir ja gerade die Weihnachtszeit haben, ist da vielleicht auch mal eine Woche oder zwei mit Plätzchen essen beschäftigt. Deswegen haben wir gesagt, für die Leute, die jetzt bei dem Webinar teilnehmen und sich die Zeit nehmen, machen wir das mal zwei, das Ganze. Das heißt, sie können 60 Tage testen, dass sie bis Januar, Februar Zeit haben, einfach mal auszuprobieren. Und wir unterstützen sie auch bei der Einrichtung. Also ich glaube, das Setup bekommt jeder hin, wie wir es gerade gesehen haben, ist sehr einfach. Aber was jetzt vielleicht die Policy angeht, welches Häkchen man da wie setzt, da unterstützen wir sie gerne, bieten Consulting mit an. Das heißt, man richtet das Ganze zusammen ein und sie haben da genug Zeit, um das Ganze auszuprobieren. Jawohl, das wäre es jetzt von meiner Seite. Jetzt schaue ich mal, ob wir noch mehr Fragen haben. Nochmal 94% aller Angriffe finden über E-Mail statt. Ist auch richtig, aber der mit Starten über eine Mail ist natürlich ganz genau getroffen. Hier haben wir eine Frage. Das zeigt ein bisschen in die Richtung Lizenzierung, aber also erstmal, nach was wird lizenziert und kann ich auch Microsoft Office 365 bis ein Standard nutzen? Nach was wird lizenziert? Im Endeffekt kann ich sagen, nach User-Mailboxen. Es ist so, wenn jetzt sehr, sehr viele Shared-Mailboxen im Einsatz sind, also zum Beispiel, ich habe 10 User-Mailboxen und 100 Shared-Mailboxen, dann geht es natürlich nicht auf, dann müssen entsprechend die Shared-Mailboxen nachlizenziert werden. Aber in einem normalen Szenario, wo ich eher 100 User und 10 Shared-Mailboxen habe,
ist es kein Problem. Dann wird ganz normal diese 100 User wie auch bei Microsoft lizenziert und das ist die Basis, anhand dessen bestellt wird. Was Business Standard angeht, ich habe ja jetzt vorhin nur die Microsoft Enterprise Pläne angesprochen. Hätte ich noch erwähnen können, ja, die Business Standard Pläne unterstützen wir auch. Also eigentlich alles, wo ein Exchange Online dabei ist, wird unterstützt von unserer Cloud Protection, da wir die API von Microsoft benutzen, die ist eben bei Exchange Online Plänen mit inkludiert. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß, es gibt in Amerika Governmental Pläne, die da ein bisschen eine Einschränkung haben, aber in Europa ist mir nichts bekannt, dass es irgendwelche Pläne gibt, die API eben nicht unterstützen. Das heißt, eigentlich jeder Plan, wo in irgendeiner Form ein Exchange Online dabei ist, wird unterstützt. Und falls Sie sich nicht sicher sind, wie gesagt, 60 Tage Trial gerne auf uns zukommen, dann können wir das zusammen ausprobieren. Weitere Fragen sehe ich jetzt halt nicht. Ich sehe auch, ich bin ein bisschen über der Zeit. Entschuldigung dafür. Ich danke auf jeden Fall für die Teilnahme und wünsche Ihnen eine sehr schöne Adventszeit. Falls noch Fragen reinkommen, werde ich die im Nachgang per Mail klären. Und genau, schon mal ein schönes Wochenende.